So, weiter noch ein Video, noch ein paar Dinger, irgendwas holen für ja, Protea ist das Vieh. Von Protea Frame. Und im Hintergrund halt noch weiter der Stream. Denke, geht dahin, dass wir im Endeffekt komplette Packages anbieten können für Leute, die sich engagieren wollen, dass die haben einen moderierten Telegram-Kanal, dass die automatisch Hilfe haben bei Video-Uploads, dass man Backups hat, dass man sogar monetarisieren kann. Denn ich sage eins, ich persönlich finde Monetarisierung eines der größten Möglichkeiten, weil jeder kann durch seinen Klick und durch sein Zuschauen demjenigen Wert vermitteln, den er sieht. Das finde ich ein sehr gutes Konzept. Abgesehen davon muss ich aber auch sagen, und ich glaube, Heiko und auch Olli, ihr könnt mir da zustimmen. Die Unterstützungsbereitschaft der Community ist über alle Maßen umwerfend. Also ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Und ich sage so jetzt, denke ich mal, in euren Namen. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Das ist absolut Wahnsinn. Keiner von uns könnte das in dem Umfang lange Zeit machen, wenn das nicht möglich wäre, egal wie die Lebenssituation ist. Denn das ist echt zeitraubend, das ist allumfassend. Absolut. Aber was ihr da auf die Beine stellt, und da ist es, ich sage euch ganz ehrlich, ich sehe Leute, die schreiben mir und sagen, Samuel, ich kann dir 1 Euro spenden, weil ich habe nicht mehr. Ja, und diese Leute, das geht mir richtig zum Herzen. Es gibt Leute, die spenden mehrere 100 Euro. Aber diese Bereitschaft, diese Solidarität, das macht Mut, das ist unglaublich toll. Da Und ich danke gibt's jedem ja, da kennst du dich sicher auch aus, auch meine Lieblingsgeschichte eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel, wo diese alte Frau, wie Ja. Jesus aus der Kirche kommt und sie ihren letzten Cent gibt. Ja. Das ist die Geschichte. Ja. Genau, und der Reiche legt einen ganzen Bündel rein und Christus sagt, die hat mehr gegeben als der andere. Genau. Ich habe es erlebt, ganz kurz vom Prozess in Potsdam, habe ich auch nicht mitgerechnet, dass so viele Leute kamen. Und ich hatte mal so meine kleine schwarze Tasche dabei, da haben die Leute Amulett, sie haben ja selber unser eigenes Schutzamulett, aber gut, die haben Briefe, also Liebesbriefe, alles reingeschmissen, die Tasche war bis oben voll. Und jetzt kommt es und einer hat so einen Umschlag, den hat er mir hinten in die Hosentasche gesteckt. Und ich war komplett vollgeschwitzt, so wie am Samstag. Und kam nach Hause und da stand so an der Seite, glaube ich, 4-mal so, danke, danke, danke. Und ein toller Text, das übliche, kennt ihr ja, sein Leben hat sich dadurch verändert, in den Büchern und so weiter und so fort. Und was gucke ich dort rein und da war eine, ich will jetzt die Summe nicht sagen, eine nicht unerhebliche Summe in bar drin. Und da stand da unter Ronny, keine Telefonnummer, keine E-Mail-Adresse, keine Ja. Adresse auf dem Brieftaub. Ich habe fast geheult. Ich dachte, mir ging es um die nicht mit Geld, um die Dankbarkeit. Ich habe gespürt, dieser Mann, der wollte einfach nur Danke sagen. Der wollte nicht sagen, hey, aber jetzt musst du dich bei mir melden. Und jetzt möchte ich von dir auch ein schönes signiertes Shirt haben. Nee, nee, darum ging es gar nicht. Und ich war so gerührt, wirklich so gerührt Ja. davon, dass ich in einem meiner letzten Videos, weiß ich nicht mehr genau, bei Spirit, vor 2 Wochen ungefähr, habe ich nicht so detailliert erzählt, weil geht ja keinem was an. Ich habe aber nur gesagt, da habe ich von jemandem ein nettes Geschenk bekommen, der heißt Ronny. Würde mich sehr darüber freuen, wenn der sich melden könnte. Und dann hat er uns wirklich eine Mail geschrieben. Und ich habe jetzt mit dem Mann telefonischen Kontakt gehabt. Und hat mich wirklich schwer berührt. Das ist für mich fast mehr wert sogar als der reiche Unternehmer. Ist auch okay, aber der sagt, Heiko, unterstütze dich, weil dem tut es nicht so weh. Und das ist ein ganz einfacher Mann, habe ich gemerkt. Ja, eigentlich frage ich mich, der braucht das Geld selber, jeden Cent. Ja. Und dem ging es nur um diese Ich Dankbarkeit. muss unbedingt auch noch eine Geschichte loswerden in meinem Livestream. Aber ich glaube, Samuel habe ich schon erzählt, aber möglicherweise auch im Heiko. Aber vielleicht nicht. Rate mal, in welchen Kreise ich euch zugeschaut habe. Heiko? Ach so, Ich aber habe es Polizei. Ja, mit 25 Polizisten, ne? Ah ja, okay, ich habe es dir auch schon erzählt. Da habe ich es euch live erzählt. Mensch, Heiko, jetzt ein bisschen spannender machen können. Okay, Also, Entschuldigung. ich hab, wir hatten eine Okay. Feier von, wir hatten eine Feier von 20 Polizisten bei uns im Resort, völlig ohne Maske. Die war von der Antiterrorismus-Einheit. Und ihr wisst, wenn der Alkohol fließt, dann habe ich mir gedacht, komm, den erklärst du doch jetzt mal. Ach so, das darf ich jetzt sagen. Also etwas über den Coronavirus, was ihr auf meiner Webseite findet, habe ich ihm erklärt. Und dann habe ich gesagt, und übrigens Leute, ich bin gerade virtuell auf der größten Demonstration gegen die Regierung, die Deutschland je gesehen hat, und habe ihm das Video gezeigt. Oh. Und da war so eine Frau vor mir gesessen, die hat immer was in den Computer getippt. Ja, mit der wollten sie mich erst verheiraten, und dann kam aber ihr Freund an. Und da hat gesagt, die tippt doch jetzt gerade ein, was ich sage hier, oder? Nein, nein, die macht etwas anderes. Also es war grandios, es war grandios. Ja. Und ich habe ihn versucht, von den Vorteilen einer Privatrechtsordnung zu überzeugen. Er war recht aufgeschlossen.
Aber gut, das war meine Geschichte dazu. Lass uns ein bisschen in die Zukunft blicken. Also die Energie muss jetzt genutzt werden. Samuel, weißt du, was geplant ist? Also ich weiß, dass es weitergehen wird. Ich habe auch von Michi Ballweg nochmal gehört. Auch aus dem Umfeld auch nochmal, aus der Organisation, aus dem Organisatorenteam. Und ich meine, wer die Jungs kennt, der weiß, dass die jetzt verstanden haben, auf was es ankommt. Ich meine, ihr habt den Michi gesehen. Der Michi saß auf der Bühne oben. Der war fix und fertig mit den Nerven, was da los war. Ja, der, ich meine, als das abgesagt wurde, sieht man ihn auch. Ich glaube, beim Heiko sieht man ihn auch kurz, bei mir im Livestream. Er sitzt einfach nur da und er schaut so in die Leere rein, weil er erst gar nicht weiß, wie es weitergeht. Ja, aber ich glaube, uns wird jetzt allen dieser Tage klar, was wir da erreicht haben und was da bewegt worden ist. Und wer Michi Ballweg kennt und wer den Markus Heinz kennt und wer das Team um Michi kennt, die alle für mich absolute Nationalhelden sind für das, was sie geleistet haben und durch was sie durchgelaufen sind, die werden jetzt nicht aufhören. Und wenn es darum geht, dass man die nächste Veranstaltung wieder bis zum Bundesverfassungsgericht durchklagen muss, dann werden die das machen. Und, ja, das fand ich sehr gut, dass da Anwälte an Bord sind. Ich meine, mein Gespräch mit dem einen oder anderen Anwalt, er hätte freundlicher sein können an dieser Stelle. Schöner Gruß, ja. Aber es ist gut, dass da Anwälte dabei sind, ja. Und die zumindest gleich mal der Polizei erklären können, was hier eigentlich abgeht, auch wenn die dann ihre Gewalt durchsetzen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, es gab ja auch diese wunderbare App, und es war so ein Browser-Interface, super Wahnsinn. Wenn man also Probleme hatte mit der Maske oder was auch immer, konnte man direkt in der Situation sagen, ich bin jetzt gerade hier, ja, weiter, ja, nein. Da konnte man sich durchklicken. Und dann standen da die Paragraphen, auf die man sich berufen kann. Und man konnte sogar Hilfe von einem Anwalt direkt bekommen. Ja, also, aber hat das das habe ich ja gesehen, aber hat das geholfen? Der Eindruck dafür? Also wir haben es gesehen. Meine Frau ist ja ein bisschen ängstlicherer Mensch und sie hatte sich vorbereitet für das. Ja, weil ich trage keinen Attest bei mir, weil ich sage für mich persönlich, und das ist meine persönliche Entscheidung, mein Gewissen braucht keinen Attest. Ich genüge meinem Gewissen selbst. Das heißt, wenn ich hingehe und mir sagt jemand, warum hast du keine Maske, dann sage ich, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Punkt. Das ist alles, was ich habe. Und das ist glaube ich sogar rechtlich abgesichert, dass man gar keinen, man muss den Grund haben, aber man muss es nicht unbedingt beweisen. Genau, einmal das. Und also wir haben das durchgeklickt, das hat funktioniert. Ja, also wir wussten dann genau, was wir hätten sagen können und so weiter. Allein die Idee finde ich schon absolut geil. Ja, weil es viele Menschen, die haben die Angst. Und ich muss euch eins sagen, meine Frau ist ein ängstlicher Mensch, aber nachdem sie jetzt in Berlin gewesen ist und sie hat schon wieder ganz viel von ihrer Ängstlichkeit abbauen können, weil man doch sieht, dass trotz der Polizeigegenwart und allem, was da abgelaufen ist, ja, dass es sich lohnt, für die Sache einzustehen. Und wir werden dadurch auch immer erfahrener. Und ich muss auch nochmal sagen, am Ende, wenn ihr mir noch das erlaubt, es ist wirklich so, ich kann die Wut der Menschen verstehen, dass an irgendeinem Punkt, wenn da der Stefan abgeführt wird oder auch der Markus am Ende noch abgeführt worden ist, wenn die dann schreien, Verbrecher, Verbrecher und so weiter, ja, wir müssen versuchen, auch das noch unter Kontrolle zu bekommen, weil wir sind mitgelaufen am Anfang, als der Thorsten Schulte abgeführt wurde, da waren nur ein paar Leute mit der Kamera da. Da waren die Polizisten ganz entspannt. Da lief ja dieser eine Kumpel mit von ihm, der war irgendwie ein Feuerwehrmann oder was. Und dann sind ein paar Leute hinterhergerannt, die haben angerufen, gesagt, Verbrecher, schämt euch, Verbrecher, ihr seid das letzte Pack und sowas. Dann haben die natürlich Angst bekommen, weil ja gerade drei Straßen weiter bei der Antifa werden auf sie eingedroschen. Ja? Und dann hat ein Polizist hat diesen Mann neben dem Thorsten Schulte, hat den niedergestreckt. Ja, der hat ihn umgehauen. Der lag auf dem Boden. Ja? Hat dann die Kamera weggenommen, ja, weil ich meine, ne? Hab sich gefilmt, aber das ist nur passiert, weil wir natürlich da, ich meine, das kann ich auch in gewisser Weise, ist das menschlich, dass da sich Aggression entlädt, aber ich sag mal, Leute, wir waren so gut, lass uns den nächsten Schritt gehen, lass uns noch ein bisschen friedlicher sein, lass uns die Hufe mehr zum Herzen machen. Ich meine, ihr habt es gesehen, als der Stefan Bergmann auf den Polizist einredet, in Ruhe, in Frieden, mit einer ganz ruhigen Stimme, das greift an. Im Nachgang kennst du es ja, kannst du immer sagen, hätte, wenn und aber. Bringt nichts. Das ist ja auch bei den Sportveranstaltungen analysiert man bei Fußball oder Boxen, der hätte so und so machen können. Also, es ist ein Riesenerfolg gewesen aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht aber eine Sache, ich habe die Energie wirklich wahrgenommen, du ja auch. Das war so, nachdem abgebrochen worden ist und wir sagen, wir bleiben da. Da wurde ein extrem großes Energielevel aufgebaut und die Polizei hat ja gesagt, also wie im Kindergarten, räumen wir den Platz, nö, wir räumen nicht. Wollen wir die haben nichts gemacht. Und in dem Moment ist die einzige kleine Sache, die ich jetzt mal kurz ansagen, wenn es normal so kommen sollte, müssten sich alle wie Mahatma Gandhi im Yoga-Sitz hinsetzen, in der Meditationsstelle. Haben sie ja auch gemacht bei den Demos bei uns in Berlin. Da waren 300 oder 500 Mann. Ja, die haben sie weggeprügelt und weggeschlagen.
sind ja bekannt, die Bilder hier bei den Hygienedemos in Berlin. Aber in dem Fall, also ich alleine habe ein Kampfgewicht von knapp über 100 Kilo. Da müssten 5 Leute kommen, die mich überhaupt wegtragen. Ich rede jetzt nicht, dass ich mich wehren würde. Könnte sein, dass vielleicht dann auch noch ein bisschen anders aussehen würde. Ich wehre mich ja nicht. Ich sitze dann einfach nur entspannt da. Also gut Deutsch, da müssten sie eine Million Polizisten bringen, die eine Million Menschen wegtragen. Ist gar nicht machbar. Geht gar nicht. Und selbst wenn sie mit einem Wasserwerfer kommen, ist so, als ob du mit deinem Kind mit so einer kleinen Spritze rumspritzt. Funktioniert nicht. Das glaube ich. Ja, wir haben gerade, also zwei Sachen haben mir gut gefallen. Es waren irgendwie 5 Gegendemos oder was angemeldet. Dann stand da in der Mitteilung, ein paar hundert Leute kamen. Und so ähnlich ist es hier im Chat. Ich zeige nichts davon, weil einer sagt, ich soll die Trolle löschen. Ich habe keine Zeit, die Trolle zu löschen. Aber die interessieren uns gar nicht. Die sind wie so Schmeißfliegen, die hier rumkreisen. Ja. Also das, wenn eins diese Veranstaltung gezeigt hat, ist, dass das eine Wucht hat, ja, und eine Energie. Das sind alles... Alles andere prallt da ab, ja. Und ich sehe es eben auch so, wenn die Leute jetzt wissen, wie viele wir sind beim nächsten Mal. Aber sie werden, muss man schon darauf vorbereiten, die werden das nächstes Mal versuchen, irgendwie anders zu handeln. Ja. Ja. Aber wenn, wie du schon sagst, Heiko, wenn noch mehr kommen, das 2 Millionen Zeit, da geht nichts mehr. Die sind dann in der ganzen Stadt. Da wollen die ganze Stadt leeren. In der DDR, ich komme aus der ehemaligen DDR, ich habe es erlebt. Ich komme aus Berlin. Die große Bewegung war zwar in Leipzig, ich habe es wirklich erlebt. Es war auch bleibende Erinnerung. 89, Oktober, also hat ja angefangen im Sommer mit Ungarn, kennt ihr ja, wo die dann über die Grenze rübergegangen sind, und in Berlin hatten wir Straßenschlachten, schlimme Straßenschlachten, sind sie vorgefahren, also Straßenschlachten, die Polizei zugeknüppelt, die Stasi kam, Leute verletzt auf schlimmste Art und Weise rein in die Gefängnisse, und die haben ja Lager schon damals im Osten gebaut, war ja klar, um die Sache irgendwie einzudämmen. Aber ich will auf was anderes hinaus, da hat ein Momentum auf einmal bekommen, da kamen sie nicht mehr mit. Da sind so viele Menschen gekommen und es gab ja keine offiziellen Demos. Damals die C-Mann in die Kirche, die aus Berlin kommen, wissen wir, was ich meine? Die Kirche hat ja vieles dabei gemacht. Was ich aber, und das sollen die Leute, die immer noch im Tiefschlaf sind, als Kritik sehe bei den Tiefschläfern, die mal zurückgucken. Damals, da hat man versucht, irgendwann zu kooperieren. Da hat man nämlich Erich Honecker, war undenkbar, abgesägt. Durch Egon Krenz wurde der Mann ersetzt. So. Und dann waren die Leute trotzdem weiterhin unzufrieden. Und hat man gesagt, oh, jetzt machen wir mal einen runden Tisch. Und da haben wir Leute rangeholt, den Namen möchte ich nicht sagen. Der Mann ist Anwalt, sonst verklagt er mich noch. Hab genug andere Sachen gerade am Nacken, darüber werde ich demnächst mal sprechen. So, und dieser Mann, der auch an dem runden Tisch war, jetzt ein großer Politiker, der hat damals noch gesagt, die Stasi soll bleiben. Die soll bleiben. Aber wir müssten ein bisschen reformieren. Aber wie ist das jetzt? Bei 1 Million Menschen müsste man sofort sich hinsetzen mit den Veranstaltern und sagen, okay, wir hören mal jedenfalls zu, was ihr so für Bedingungen habt. Und das, diese Arroganz, die ist ja nicht mehr zu toppen. Und das ist der Unterschied zwischen den DDR. Vor allem, weil wir ja die Mediziner und Professoren und so weiter auf unserer Seite haben. Das heißt, das wäre ein runder Tisch mit echten Experten auch noch. Ja? Also es ist ja, das hatte ich auch in meinem nicht gebrachten Teil da gesagt, man muss nicht viel über die Politik wissen, wenn ein Untersuchungsausschuss nicht im Bundestag stattfindet, sondern von der Zivilgesellschaft veranstaltet wird. Ja. Es gibt ja diesen sozusagen privaten Untersuchungsausschuss, da weiß man ja schon, was los ist. Ja. Wenn das Parlament noch nicht mal über die wichtigste Frage im Moment selber einen Untersuchungsausschuss einrichtet. Ja. Nee, aber ich wollte auch noch mal kurz sagen, was noch ein interessanter Aspekt war. Ja, wir haben ja gerade über die Wassersache gesprochen, Olli, du erinnerst dich. Ich fand es interessant, dass die Polizisten zwischendurch ausgetauscht worden sind, wegen der Hitze und wegen allem, ja, und mit den Masken, die sie tragen mussten, ja, da wurden die Beamten teilweise dann ausgetauscht und es wurden dann für die Demonstranten aber das Wasser nicht zugelassen. Also das sind noch alle so kleine Dinge am Rande, ja, wo man sagt... Das sind keine kleinen Dinge, das hast du mir um 23.30 Uhr noch an dem Samstag erzählt, wo ich mit meinen Leuten nach Hause gefahren bin. War für mich ein Schock. Es war wirklich ein Schock, tut mir leid, wenn ich jetzt vielleicht nicht so versöhnlich spreche. Ich habe es mit eigenen Augen erlebt, unten, wo wir dort waren, unter dem Zelt, unter dem Weißen, an der Bühne, wie Leute von Querdenken Wasserflaschen den Polizisten gereicht haben. Die Schweißbahn, wo die letzte Po-Ritze, der Schweiß noch reingelaufen ist, habe ich gesehen. Und wir hatten auch nur eine begrenzte Anzahl, natürlich für uns, für den elitären Kreis. Also die anderen sind verdurstet draußen und wir... Gandhi-Manier, überreichen den Polizisten die Wasserflaschen. Und diese Polizisten, und du hast es aufgezeichnet auf Video, haben nachweislich nicht zugelassen,
des Wasserkästen reingebracht werden. Und da muss ich sagen, ich bin zwar jetzt nicht ein Christ wie du, obwohl du weißt, Jesus hat gesagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, weil mit dem gleichen Maße, wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Ja? Aber auf der anderen Seite ist es so, ich glaube aber an Karma, an ein Gesetz von Ursache und Wirkung. Und da sollten auch mal diese Polizisten drüber nachdenken. Du bekommst immer das zurück im Leben. Und da hilft auch nicht die Ausrede, na, ich hab's ja nur gemacht, weil der das gesagt hat. Und da wir in einem riesen Zeitenwandel, in Zeit der größten Transformation jetzt leben, kommt alles schneller wieder zurück. Ursache, Wirkung. Einfach ja, umgesetzt. Auch das ja. steht schon in der Bibel, was der Mensch sät, wird er ernten. Das wollte ich gerade sagen. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Ja, und das ist genau das. Das hat, what goes around comes around. Wie man im Wald ruft, halt zurück. Nichts bestraft dich härter wie das Leben. Ja, ich erinnere mich da kurz, er kennt alle Ferdinand Piëch, einer der großen Patriarchen hinter VW. Und es gab ja da seinen Nachruf auf seinen Tod. Er ist ja einfach am Abend in einem Restaurant umgekippt. Ja? Und er hatte ja in seiner Familie auch Streit. Er war ein Machtmensch, er war ein Politiker und so weiter. Und da gab es dann einen Nachruf und da stand unten, der letzte Satz war, Piëch hat einmal gesagt, das Wichtigste in seinem Leben wären Volkswagen, Familie und Geld. Am Ende blieb ihm nur das Geld. Ja, und ich glaube, und das ist genau das, meine Lieben. Es gibt nichts Schlimmeres, als in Einsamkeit, in Streit mit seinen Lieben zu sterben, da zu liegen. Ich glaube, das sind Dinge, die können wir uns gar nicht vorstellen, die wir noch nicht dort gewesen sind. Und diese Menschen werden, und ich glaube daran, weil Gott sagt, ich werde jeden zur Rechenschaft ziehen für das, was er in seinem Leben getan hat. Es wird keinen geben, ich werde keinen, der Böses tut, Pardon gewähren. Ja? Jemand, der nicht umkehrt, das lernt dazu und sagt, ich habe was Falsches getan, es tut mir leid, ich werde mich ändern. Diese Leute werden zur Rechenschaft gezogen werden und wir sehen das, ich meine, Gott hat selber gesagt, er lässt sie nicht spotten, ja, und diese Menschen kriegen das, was sie verdienen. Und ich sage euch eins, wenn wir uns anschauen, was in dieser Welt los ist, ich meine, wir wissen, was im Hintergrund alles abläuft, wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen auf dieser Welt jeden Tag sterben müssen, aus unnützen Zwecken, wie in der Bibel schreibt, wo Gott sagt, ihre Sünden haben den Himmel erreicht und es ist langsam an der Zeit, dass Gerechtigkeit geschafft wird, weil, ich meine, da schreit dir doch das Herz, wenn du diese Dinge siehst, die in dieser Welt passieren. Ja, das ist das kann man nicht in Worte fassen, ja, aber es ist diese Zeit jetzt, diese letzte Zeit dieser Weltgeschichte, wo wir in einer Spannung leben, die wir so noch nicht hatten, allumfassend auf der ganzen Welt. Das gab es früher immer nur regional, mal in Europa, mal in Asien und so weiter. Allumfassend auf der Welt passiert jetzt etwas, das es in diesem Umfang noch nicht gegeben hat. Und die das initiieren, sind noch nicht am Ziel mit dem, was sie angefangen haben. Das heißt, wir werden jetzt erst in den wirklichen Kampf marschieren. Wir werden uns alle wie Luther entscheiden müssen, ich denke am Ende, bis hin zu allem, was wir haben, ob wir für die Wahrheit einstehen werden oder ob wir sagen, ey, weißt du was, es ist genug. Ich gehe wieder Tagesschau gucken und trinke mir mein Bierchen bei Tante Hilde nebenan im Café. Ja? Meiner Lieblings- Luther-Wörter hast du auch zitiert, hier stehe ich kann nicht anders, wir haben uns auch drüber unterhalten, ja, du hast es auch in deiner Rede nochmal verwendet, ja, eine ganz ähnliche Situation. Und stimmt es, dass es fast auf den Tag genau 500 Jahre her, das hatte ich, oder wie war das? Wie ist es zeitlich? Reichstag zu Worms war 27. Januar bis 6. Juni 1521. Ja. Ah, 21. Okay. Ja, also fast 500 Jahre. Wir haben ja jetzt August 2020. Ja, dann ist nächstes Jahr. Ja, ja, genau. So, letztes Mal Stream unterbrochen. Ich bin jetzt noch das Video und dann, ja, noch einmal. Dann kommt der letzte Abschnitt vom Stream und dann werde ich hier noch ein bisschen Baller und dann, ja. Wo ist OBS?